So, Hallihallöchen, und da sind wir wieder und möchten noch glatt diesen wunderschönen, sehr schweren Einsatz mit euch starten und hoffen doch, dass wir da irgendwie auch durchkommen werden. Also denn, aufi, mit Siegem, mit Gebrüll und so. Hui, und da startet unser Sky Ranger wieder und wir fliegen einmal quer im... über den großen Teich. Strike One, bereit machen zur Landung. Ja, aber diesmal nach Japan. Also die andere Richtung quer über den Teich. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Nee, Kanada. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet... Hatten wir nicht Japan ausgesucht? Feinde ausschalten. Ich dachte, wir hätten Japan ausgesucht. Oder war Kanada das Schwierige? Nö. Hä? Ich bin etwas verwirrt. Ich denke, ihr auch. Boah, man weiß es nicht. Man munkelt nur. Vielleicht hat sich ja das Sky Ranger einfach verflogen so. Huch, ich wollte ja eigentlich nach Japan, aber irgendwie sind wir auf Amerika gestoßen. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Naja, so, egal, wir werden trotzdem jetzt einfach mal in Kanada. Pff, warum auch nicht? Ist ja sonst keiner da. Unsere Mission beginnen. Und zwar wird der Spectra hier schon mal ein Äuglein aufreißen und gucken, was hier los ist. Unser Sunny wird sich da hinten in eine Halbvolldeckung irgendwie begeben. Nee. Und auch die Äuglein aufhalten, ob hier Gegner sind. Vielleicht werde ich schon mal den lieben Thymos LP ein wenig nach vorne schubsen. Vielleicht hier in diese Doppeldeckung. Hui! Uns noch keiner zu sehen, komischerweise. So, dann hätten wir noch einen Sniper. Jawohl. Bist du Sniper? Ich glaube schon, oder? Ja. Mama mia, wir haben ja eine Menge Sniper hier unterwegs, ne? Lieber White Dragon. So, und dann das Nienchen noch dazu. Sie könnten mal die Front hier erkunden. Also nach rechts rum absichern, aber sie kann ja entweder schießen oder laufen. Und dann könnte der Daroxus auch mal hier einfach mit ins Gefecht sich begeben. Aber nicht zu weit. Also hier haben wir eine Doppeldeckung wieder. Also einmal nach oben hin, einmal nach rechts rum. Hier sind schon ganz viele grüne Häufchen. Das ist sehr einladend. Ich glaube, Dinosaurier haben auch mal grüne Häufchen gemacht, oder? Wer weiß es. Vielleicht waren es ja auch Aliens. Mami, ich will nicht. So, hier hätten wir eine Deckung nach hinten und nach da. Das ist... Nee. Nicht so der Hit. Gut, ich glaube, du bleibst hier erstmal stehen. Dann, wie weit kommst du, liebster Thymos? Nach dahin, nach dahin. Das ist alles so eine Deckung. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Aber wir müssen ja auch irgendwie voranschreiten. Aber zumindest findet er schon mal eine Deckung, ohne stürmen zu müssen. So, der White Dragon kann ja laufen und schießen. Das sind zwei tolle Eigenschaften, die man auch gleichzeitig tun könnte. So, der könnte sich eigentlich ein bisschen mehr nach dahin orientieren. Also die rechte Front im Auge behalten. Oh, jetzt muss ich mal meinen Arm hier etwas anders hin tun, weil der schläft mir gleich ein. So, dann kannst du nämlich, liebes Nienchen, hier ein Stück vorrücken. Hast eine relativ gute Position, ja, du kannst momentan dich nur in Deckung begeben. Ist aber nicht so schlimm, denke ich mal. Der Spectra wird dich auch mal hier ein wenig begleiten. Unser Sunny steht hier eigentlich relativ gut. Hier hätte er von der Bank und von dem auch Deckung und ist auch wieder in der Mitte aufgewahrt. Also von daher, ja,
haben uns wieder ein bisschen positioniert, näher an den Feind, und wir hören ihn schon. Hört ihr das? Uiuiuiui. Lacht er uns aus oder klingt das nur so? Man weiß es nicht, man munkelt nur. So, aber gern. Liebster White Dragon, ich glaube hier um die. Ja, Mauer wäre es nicht schlecht. So, dann hast du nämlich Schutz zu rechter Front und Dingens. So, also der liebe Thymos hört hier schon was. Ja, diese Gefäß hier vorne, diese Fässerdinger, die sind ja nicht der Hit. Ja, wer weiß, wie weit weg sie noch sind. Hier hättest du erstmal Schutz nach links und nach vorne. Schaust einfach mal in die schöne Fensterfront. Das Nienchen schaut, ob sie vielleicht auch was treffen kann. Der da Roxus könnte mal in die Richtung, glaube ich, aufbrechen. Hui, ab zum White Dragon und den ja, ein wenig unterstützen. Er ist ja von der Unterstützung. So, dann hätten wir den Spectra nochmal. Hui. Aber wir hoffen doch, dass jetzt bald diese schönen lieben Monster sich auch mal blicken lassen, weil ja, in Kanada ist sonst wirklich keiner da und wäre das doch sehr schade. Dass wir einfach so dahin gereist sind und niemand ist hier. In den Wein war doch hier oder so. Nee. Spaß beiseite. Der Daroxus stellt sich nochmal kurz etappenweise hierher. Er könnte jetzt auch nochmal reinstürmen in dieses schöne Gebäude hier hinten. Ja, mit diesen schönen Bändern, also ich glaube übrigens, dass früher sogar die ersten Server so ausgesehen haben mit Bändern und nicht wie auch mit. Es ähnelt zwar den anderen schwebenden Arten, scheint aber über viel schwerere Rüstung und Bewaffnung zu verfügen. Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Mami, sagen wir da mal. Versuchen wir das Viech da oben auszuräuchern. Dass es einen Stellungswechsel machen muss, eigentlich. Aber pff, muss ja nicht sein, ne? Vielleicht können wir ihn hier verkrüppeln oder mit einem Crit-Shot gleich eliminieren. Schauen wir doch mal. Ja, gekrittet hat er, geschottet hat er, aber eliminieren sieht anders aus. Aber wir können ja jetzt nochmal schießen, da wir ja getroffen haben. Aber nicht mit diesem Teil, sondern mit dem normalen Schuss oder einem Krüppelschuss. 55, 65, ich versuch's auf 65, weil es mir einfach mal besser. Wir haben auch getroffen, aber er hat noch ein Pünktchen. Hat er denn auch Anton? Ja. Vielleicht hat er auch Anton ein Pünktchen, wer weiß, wie er heißt. So, und jetzt wollen wir mal mit Nienchen versuchen, möglichst den anderen zu treffen, aber sie sieht ihn nicht. Sie sieht ihn einfach nicht. Ja, schade aber auch. Aber hat ihm, ja, sorry. Es war jetzt Getränk an Glas und so, ne? Macht auch immer Spaß. Ja, das ist jetzt so ein kleines Problem. Der Sunny könnte ja mal hierher hüpfen und die Augen offen halten, aber ich glaube, sehen tut er dadurch auch nicht viel mehr. Liebster Thymos. Oh, der Thymos kann sogar zu ihm stoßen. Im stürmenden Gewande. Vielleicht hier an die Wand. Ich hoffe, dass ja, jetzt keine anderen weiteren Gegner auftauchen werden. Und jetzt werden wir ihm ein bisschen Streufeuer hier mal geben. Daneben. Attention, bitte Konzentration hier und so, ne? Das wäre toll. Na gut, dann müssen wir wohl mit dem White Dragon nochmal zur Unterstützung kommen. Oh, das Fenster ist ja schon kaputt. Da kann ja nicht mehr viel passieren. 50% Chance zu treffen. Oh my goodness. Ich sag ja, eigentlich hat man immer so 50-50. Entweder es sitzt oder es sitzt halt nicht. Ja.
Aber die beiden haben wir erstmal erfolgreich ausgeschaltet. Mit einem 13er Crit, das ist ja gar nicht mal schlecht. So, vielleicht solltest du hier erstmal nachladen. Packen wir's an. Dann könnten die beiden sich hier besser positionieren. Aber wir sehen jetzt auch, dass die Aliens irgendwie komischerweise immer dann aufrüsten, wenn man selbst aufgerüstet hat, ne, was hier so verschiedenste Dinge angeht. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal auf die Seite. Noch ist zum Glück keiner verletzt, aber wer weiß, was nicht alles noch passieren wird. So, du hast deine Knarre auch ziemlich erledigt. Alles wieder im grünen Bereich. Und der, ja, White Dragon hat eigentlich noch relativ gut Munition. Der wird hier erstmal, ja, den Posten halten, so wie das Nienchen. Und einfach mal schauen, ob hier noch welche an den Aliens nachrücken wollen oder ähnliches. Ah ja, von da hinten kommen auch wieder Geräusche. Ja, kann ich auch. Und nun? Haben wir wieder Angst oder wie war das? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal taktisch ein bisschen weiter hier. Dass wir dort schon mal hingucken können. Um die Ecke gelurcht. Dann könntest du hier rüber schwuseln. Und auch mit Lurchen. Dann könnte der Sunny hier schon mal ein bisschen hinterher. Sind wir nämlich langsam alle mal im Gebäude, welches uns auch nach außen ein wenig Schutz bieten sollte. Ja, jetzt ist die Frage mit der Türe da drüben. Stelle ich ihn hier hin oder da oder wo? Ich glaube, hier ist noch am sichersten. Feind in Sicht. Okay, das scheinen mir die normalen zu sein. Kannst du sie nur sehen oder kannst du auch drauf schießen? Oh, 40%, das ist ja... Na, wenn er gerade eben schon nicht getroffen hat, ne? Liebster Thymus, dann... ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass sie entweder versuchen zurückzuschießen oder mir... ja, machen etwas anderes. Könnte sich erstmal hier herstellen, aber... Gut, er hatte keine Feldposition, das ist schön. Könnten wir mit dir hier hierher gehen? Und er sieht wieder einen. Ja, dann White Dragon, versuch ihn mal abzuschießen. Mit 45% und er hat trotzdem getroffen, also muss man ja mal sagen, ne? Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, dann werden wir Nienchen hier mal hinterher ziehen. Dass sie mal einen Stellungswechsel macht, nach rechter Front hin. Und dann hoffe ich, dass wir hier irgendwie, ja, weiterkommen demnächst. Im Kino oder so. Das sieht mir auch nicht so toll aus. Aber der Roxus ist ja immer sehr... ja, erfreulich, in dem Sinne, dass er... Ja, in jede Gefahr einfach mal reinrennt und guten Morgen sagt. Ja, ja, ich höre dich ja auch, aber ich will nicht zu sehr weit vorpreschen. Habt ihr was gehört? Nee, ich habe nichts gehört. Pff, warum auch? Also, wäre jetzt was ganz Neues, wenn ich mal was hören würde. Ich bin doch taub wie, keine Ahnung was. Ja, da hinten ist eine Couch, da kann man sich auch drauf setzen. Gut. Das haben wir natürlich jetzt erstmal nicht vor in erster Linie. Ich glaube, jetzt sehe ich den Namen wegen des Springbrunnens nicht, aber es müsste der Spectra sein, der jetzt mal nachlädt. So, dann könntest du dich hier vielleicht dahin begeben, lieber Crazy Freak. Und auch mal ein bisschen, ja, versuchen Deckung zu geben. So, deine Waffe ist voll, dein Kopf leer oder wie war das? Ja, alle auf eine Stelle ist immer so eine Sache. Einerseits gut, andererseits naja. Weil, sagen wir mal so, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber die Aliens haben bestimmt auch Waffen, die halt ja nicht allzu nett sind.
257 sieht schon besser aus. Dann jippet ihm doch einfach mal. Thymos, du kannst ja auch zweimal schießen. Die Operation war ein Erfolg. Ja. Und wesentlich leichter als erwartet. Weil eigentlich dachte ich, wir hätten Japan ausgewählt, was ja sehr schwer war. Aber jetzt haben wir wohl eher die leichte Mission ausgewählt. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Weil das war vorauszusehen. Panik in Japan. Ja, Logo. Und wenn wir richtig Glück haben, wird Japan demnächst auch vom Projekt her aussteigen. Ja, schön, wenn es anders läuft als geplant, aber naja, so ist es halt. Die Arbeit unserer Soldaten beeindruckt mich immer wieder. Sie scheinen sehr effizient zu sein. Ja, Frau Dr. Wahlen, das beeindruckt mich auch manchmal, dass ich so locker da durchkomme. So, und jetzt ist der liebe White Dragon schon Colonel und kann nun seine letzte Fähigkeit erlernen. In der Zone! Ein Ziel, das ohne Deckung ist oder von der Flanke angegriffen wird, mit dem Präzisionsgewehr zu töten, zählt nicht als Aktion. Jetzt weiß ich gar nicht, was hast du denn alles für Aktionen? Es gibt ja auch diesen Doppelschuss und sonst was. Wenn man trifft, dass man nochmal schießen kann und tralala. Doppelte Portion, genau, das meine ich nämlich, wenn man nämlich das erste Mal getroffen hat, dass man dann nochmal hinterher schießen kann, so wie vorhin gesehen, in der schönen Schlacht. Ja, beides eine sehr schöne Sache. Macht für mich irgendwo, relativ den gleichen Effekt. Wobei, wenn er jetzt natürlich zweimal schießen kann von Hause aus, ist es egal, ob er ihn tötet oder nicht, er kann ja nochmal schießen. Und bei dem anderen ist es so, er muss ihn töten, um nochmal schießen zu können. Aber die Frage ist jetzt auch, was ist besser, ne? Wie bei allen Dingen. Und gut, verkrüppelter Schuss soll ja auch verbessert werden durch. Aber den haben wir ja gar nicht. Ich könnte ja einfach mal dieses nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das die Präzision erhöht. Das wäre toll, wenn man das schon im Vorfeld ein wenig sehen könnte. Aber ich glaube, du bekommst jetzt in der Zone. Ich hoffe, du bist damit auch zufrieden. Ja, jedenfalls kannst du jetzt, glaube ich, nach einem Crit-Schuss und Tötung nochmal schießen. Das ist doch von Vorteil. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles erbeutet und sonstiges haben. Illyrium, Legierung, die brauchen wir nämlich wie Sand am Meer. Ich weiß gar nicht, ob man die Sachen auch schwere Schweber Optopsie ist jetzt auch verfügbar, weil wir haben schwere Schweber Leichen geborgen und ja, jetzt bekommen wir Corporal Melissa Thomas. Okay. Scharfschütze. Heißt er jetzt Thomas Melissa oder Melissa Thomas? Aber wenn Scharfschütze da steht, entweder ist es nicht richtig politisch korrekt ausgedrückt, würde mich nicht wundern, oder ja. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Aber so weit von. So, und dann werden wir doch einfach mal in die Kaserne schauen, ob wir diese besagte Person auch finden. Wir haben ja nicht wenig Leute hier. Ja, leider wird es nicht unten in die Liste jetzt eingepflegt oder ähnliches. Schauen wir mal die Scharfschützen an. Alexei. Aha, okay. Kanada. Ja. Melissa Thomas. Also es klingt nach einer Thomas oder so. Ja, es ist eine Dame. Gut, also würde ich sagen. Ja, war doch jemand da in Kanada und werden wir doch mal schauen, welche Fähigkeiten wir ihr geben.
ja, erstmal, dass sie Scharfschützin ist, das ist klar. Ich finde, dass nach dem Laufen nochmal schießen können, ist absolut top. Bei offenem Gelände ist es natürlich theoretisch besser, wenn man alles erschießen kann, was jeder sieht. Also sprich, egal wer es sieht, sie kann drauf schießen eigentlich. Wobei das nicht wirklich immer funktioniert bei Gebäuden und so, ne? Weil manche Wände sind dann doch stabiler. So, Revolverheld. Ja, Pistolendings. Naja, es braucht man nicht so oft. So, da gehe ich lieber auf echt guter Boden. Und ja, alles, was irgendwie Anhöhen sind, gibt nochmal einen Zusatzschaden und Zielsicherheit dazu. Das ist immer sehr schön. Ja, den Krüppelschuss benutze ich relativ selten. Ich glaube, ich gebe ihr einen Scanner. Und dann Scharfsrichter. Huiuiui. Bring plus 10 Zielsicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit. Okay. Oder Opportunist. Okay. Opportunist klingt irgendwie komisch. Klingt irgendwie gläubig oder so. Entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht ihm kritische Treffer. Ja, also ich finde, Reflexschießen tun wir öfter als so schießen. Deswegen gehe ich mir auf Reflexschuss. So, und damit hätten wir schon mal ihre Dinge verteilt, die sie so haben kann. Also ihre Skills, könnte man so sagen. Ja, und vielleicht wollt ihr sie ja dann demnächst individualisieren. Wow, ich habe das Wort mal in einem Rutsch gesprochen und das als Legastheniker. Der Geruch. Ja, manche Wörter muss man irgendwann mal auswendig lernen und dann geht's auch halbwegs. Es ist ja sowieso so eine Sache, ja, man sagt ja auch immer, bei Legasthenie liest viel und du kannst es dann irgendwann. Nein, ist leider nicht so. Man muss wirklich die Wörter auswendig lernen. Gerade solche schwierigen Wörter, weil das Problem ist, egal wie oft ich das Wort so lesen würde, ich würde es nicht auf die Reihe kriegen. Da muss man sich ein wenig stark mit auseinandersetzen, wie es betont werden muss, wie es tralala und so weiter. Und ja, schon allein des Anblickes des Wortes muss einem dann Klick machen, dass man sagt, ah, dieses Wort ist es. Und dann ist es gut, aber das, ja, ne? Wie gesagt, also, man muss es quasi auswendig lernen. So, aber dann würde ich sagen, haben wir die Mission noch gut geschafft. Ja, die Sarah Johnson möchte auch nochmal irgendwann und die ganzen vielen anderen. Ihr könnt euch ja noch ein paar Namen einfallen lassen oder meldet euch einfach und sagt, hey, ich bin sowieso und möchte hier auch vielleicht mal mich verewigen in diesem schönen Let's Play. Ja, und dann sagt er mir einfach den Namen und so weiter. Ihr könnt natürlich auch sagen, woher ihr seid, wobei ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich Schweiz, Österreich oder Deutschland sein wird. Ja, aber es gibt ja auch in den französischen Gefilden und so Deutsch sprechende und Italien und sonstiges. Also, ne? Ihr könnt euch auch gern melden. Also, muss ich ja sowieso sagen. Also, dass ich ja manchmal auch ein bisschen verdattert bin, woher mir manche Leute wirklich zugucken. Also, ich spreche jetzt nicht nur davon, so nach dem Motto, wie man es so kennt, so, ja, ich klicke mal auf ein Video, weil der Titel klingt toll. Und dann merke ich, hoppala, der spricht irgendwie Saudi-Arabisch oder sonst was. Und dann klicke ich einfach weg und sage, schade. Sondern die hören einem, also die gucken wenigstens zu. Man weiß ja selbst nie, ne? Also es kann ja auch in Saudi-Arabien jemand hingezogen sein aus Deutschland oder einfach mal Deutsch gelernt haben oder sonstiges. Es gibt ja auch Amerikaner, die durchaus Deutsch lernen. Ja, man mag es kaum glauben. Gut, also dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Mission wieder und mal schauen, was hier mit Japan passiert.
Und der Rest der Welt, ja, ich wollte eigentlich Japan machen, weil ich schon so kritisch war, aber jetzt haben wir die Panik, die wir nicht wollten und müssen halt das Beste draus machen. Also denn, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. See you later.